Guten Tag, hat er gesagt. Gemacht, getan. Beim letzten Mal meinten wir ja, okay, oder ich, ne? Ich sag zwar immer wir, aber ich meine natürlich mich, dass ich hier mal so ein bisschen rausfahren will, weil ich krieg den ja so nicht gezogen. Und dann holen wir uns den anderen Abus und dann, also was heißt den anderen Abus? Den Abus und dann gucken wir mal, wie das Ganze denn wird. Weil wenn ich hier so gucke, wäre das eh so ein sehr spannender Weg geworden. Okay, das geht erstmal. Ich mache hier erstmal ein Päuschen, ne? Erstmal hier. Hier ist ein Kaffeepäuschen. Und dann wechseln wir hier mal so drauf. Mit dem sind wir ja ziemlich nah schon rangefahren. Und hatten den ja hier umgedreht. Aber ich hoffe natürlich, dass das jetzt hier nicht zu schräg wird, hier alles. Ist denn noch was passiert? Und ob die Kraft hier auch ausreicht, ne? Das wird auch ein bisschen sein. Der Erwin hat das sehr schön analysiert. Ich bin da kein Fachmann für, ne? Ich kann ja von Strom so ziemlich viel sagen, ne? Aber ich bin jetzt kein Ingenieur. Ich hoffe, Erwin ist ein Ingenieur, ne? Nicht, dass dann Ingenieur mal rüber guckt und sagt, das ist völliger Blödsinn. Das, wie gesagt, ob das halt richtig ist oder falsch ist, kann ich nicht erzählen, aber auf jeden Fall glaube ich, dass Erwin mehr Ahnung hat als ich. Für mich ist einfach, das Ding ist schwer und dann kriegt das hier nie raus. Ne? Deswegen ging das über den Ganzen da oben nicht. Ne? Und wahrscheinlich sind wir auch hier, wie er sagt, da guck mal, ne? Unten bleiben wir hängen irgendwo. Und deswegen wird es eben auch so schwer. Aber wir kennen ja noch hier die Kamikaze-Aktion und zwar hier mit Wumms. Ja, und das kennen wir ja immer, dass das so ein bisschen vielleicht besser läuft. Wir können auch noch Folgendes probieren. Ah, das ist vielleicht eine coole andere Sache. Wenn ich jetzt meine hier rückwärts ziehe, den an. Hier ist ja auch noch so eine geile Holperstelle. Und ich ziehe den von hier jetzt. Wenn das nicht so weit weg ist. Ich ziehe den hier jetzt eh mal rum. Dann fällt der doch bestimmt auf die Seite. Ah, genau. Dann könnte man vielleicht den hier jetzt hier rückwärts rausfordern. So. Oh, warum nicht? Weil das schwer ist. Okay. Ich kann natürlich auch das ganze Fass mit einer Abus machen. Ich würde gerne einfach bis da nach vorne ziehen, dann so ein bisschen reparieren oder sowas, ne? Und dann geht das Ganze. Ah, wie zieht man den Dreck aus den Kahn, ne? Oder wie heißt das? Na, ich will hier auch mal, damit ich auch mal das von ein bisschen was anderes sehe. So haben wir den Baum dann hier drauf. So sieht das, glaube ich, auch ein bisschen cool aus, ne? Bin so ein bisschen confused. Aber es geht auch jetzt, oder besser gesagt, es fängt auch wieder an. Jetzt habe ich zweimal gedrückt. Dass das jetzt wieder regelmäßig hier kommt und sowas. Wir haben uns, ja, was heißt zu Hause eingelebt, aber sind auf dem besten Weg. Alle zu gut, alle zu schön. Und dann kann es auch mal vorkommen, da ab und zu dann Mäuschen hier ein bisschen rumschreit, aber. Dann wird eben hier halt mal ein bisschen pausiert, ne? So, und dann geht das hier so weiter. Machen wir so nach hinten. Das heißt jetzt hier diese kurze Woche hier, bei denen ist hier so im Wechsel nur eine Folge ein bisschen rumfahren und eine Folge ein bisschen in den Sand wühlen, wird damit dann auch relativ Geschichte sein. Und wir gehen dann wieder zur Normalität über. So, wir zotteln den jetzt ein bisschen nach hinten. Da haben wir nämlich diesen Wartungsanhänger und den wollen wir dann eigentlich denn so fit machen. Wenn ich den jetzt hier links vorbeiziehe, ne, und den dann umdrehe, anschließe, wird dann halt so funktioniert, weil der guckt ja schon so schräg da. Der hat aber ganz schön hier zu tun, ne? Ist das besser? Ein bisschen, ne?
Zumindest knallt da nur ein paar Milliliter weg, ne? Ziehen wir aber wirklich ein bisschen weiter hier nach hinten. So. So, können wir den jetzt reparieren? Wir haben nicht den Azov, sondern den White Western Star. Dann machen wir erstmal alle reparieren. Da passiert gar nichts. Achso. Das ist nur ein Ersatzrad. Was ist denn das für ein Trick? Ah, ich muss den ankoppeln, ne? Ja, warte mal. Das kriegen wir hoch hin. Wenn es geht, ne? Oh, ist der tiefe Matsch, wa? Ist ja widerlich. Was ist denn der so tiefe Matsch? Ja, das wird ja nie ausreichen, oder? Oder? So. Jetzt sind wir aber nicht nah genug da dran, wa? Oh. So. Jetzt hör auf, hier Macken zu schieben. Bitte? Ah ja. Genau. Und da können wir schon mal alles reparieren. Und wir haben alles repariert. Gut, jetzt müssen wir nur noch tanken, wie sonst was. 300 nachtanken. Und dann haben wir das Trunk mit, ja. Ja, und dann, es gibt jetzt hier Möglichkeiten. Viele und schlechte Möglichkeiten. Ach, die müssen wir ja nach oben bringen. Also wären wir hier hinten mal lang gefahren, ne? Ich weiß ja nicht, ob das jetzt hier der schönste Weg ist. Eigentlich ja auch nicht. Aber wenn der jetzt mithilft, dann könnten wir ja da lang. Aber da brauche ich ja den Tank nicht. Nee, ich glaube, da machen wir nur mit Azov. Weil wir könnten ja eigentlich, wenn wir hier schon im Menü sind, auch den Azov nachtanken, ne? Warum denn nicht? Gut. So, dann werden wir den entlösen. Entlöserisieren. Geht der nach vorne? Nee, nicht der. Und dann geht der hier los. Und dann geht es ja wieder den Weg lang. Na, halt nur weil wir reparieren wollten, ne? Aber so ist es eben halt. Dann haben wir jetzt hier so einen wunderschönen Weg vor uns. Und wahrscheinlich eine Menge Spaß machen wird. Vielleicht irgendwie. Ja, weniger, aber man nimmt es so, wie es kommt, ne? Kann ja auch mal ganz klar sagen. Oh. Also, solange ich jetzt hier nicht absichtlich umkippe, ist hier eigentlich alles gut, ne? Ja, was ist hier los jetzt? Abgestürzt oder was? Aha. Manchmal ist es komisch. So, gut. Jetzt kann ich mich wieder voll konzentrieren. Also sagen muss immer so ein bisschen alles im Auge haben hier. Sonst ist das doof. So. Also eigentlich können wir den ganzen Weg hier lang bröckeln. Das sollte ja nicht das Problem sein, hier so lang zu kommen. Da müssen wir nur mal gucken, wie das lang geht. Also der geht bis hier vorne. Und dann müssten wir eigentlich hier so. Und dann glaube ich nochmal. Genau. Hier. Und dann geht es ja eigentlich relativ schön zu, ne? Das ist unser Ziel, aber da geht, denk mal, da kriegen wir gut hin. Die größte Problem würde jetzt nicht werden. Denke ich mal zumindest. Und dann haben wir ein Lager wieder. Hoffe ich zumindest. Das könnte natürlich auch so eine Zweiteile-Aufgabe sein. Ja. Gut. Aber ein Scheißweg, muss ich sagen.
Aber wenn es ein Zweiteiler ist, ne, dann müssen wir ja so ein bisschen gucken, ob das denn wirklich so ist, ne? So. Aber schauen wir mal. Er glaubt mir da jetzt nicht verunsichern oder sowas, ne? Der muss einfach ran an den Speck. Und dann mal gucken, was der Ball macht. Ganz einfach. Kannst ja auch nicht anders sagen. So, den noch nehmen. Jetzt ging es hier irgendwie, glaube ich. Achso, eine erste hier, weil. Ach ja, da ging es so steil bergab. Dann geht es hier links um eine Kurve und dann sind wir schon auch eigentlich auf der Jutenstraße. Und können denn da denn gut weitermachen. Oder zumindest ein befestigter fahren. Dann sollte es von der Seite aus kein Problem geben. Doof ist natürlich, dass wir jetzt hier den fetten Kran da haben. Das natürlich da auch nicht so viel Spaß macht. Ich mach mal ein bisschen die Funzel vorne an. Ne? Hupe geht wahrscheinlich auch. Gut. Licht geht, Hupe geht, alles klar. Ja, selbst die Taube fliegt jetzt Richtung. Ja, weiß ich gar nicht wohin. So. Immer diese Vögel, ne? Die Größen, wir, weißt du, wir sind gar nicht hier so Umweltverschmutzer, ne? Wir ballern hier 30 Liter in einer Minute, aber das ist gar nicht so schlimm, ne? Guck mal, wie viele Millionen Vögel hier nach Süden fliegen jedes Jahr, um da Urlaub zu machen, ne? Und die könnten ja auch, weißt du, sich irgendwie von so einem Schiff oder vom Zug mitnehmen lassen. Aber ja, geschafft. Aber machen sie ja nicht, ne? Und das Dumme ist ja auch noch, die meisten heißen ja, oder das sind ja Zugvögel, aber nehmen trotzdem nicht die Bahn. Das ist eigentlich auch so eine ganz merkwürdige Sache. So, hier hätten wir ja noch den Ausgang. Ah ja, das ist ja jetzt so gedreht hier. Okay, hier würden wir wieder zur anderen Karte kommen. Ich mache mal hier aus. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was jetzt ist. Jetzt haben wir dieses Lager, Minilager. Was haben wir denn im Minilager? Oh, 10 Metallrollen. Das heißt, zwei könnten wir schon mal mitnehmen. Dann fahren wir nicht umsonst. Das ist denn schon mal gut. Und das hört sich auch gut an. Was haben wir sonst hier noch für zärtliche Aufgaben? Also hier haben wir ja nichts. Lange Stämme, beladen. Ein Kranwagen hier noch. Die Ölfässer, die hier irgendwie runtergeplumpt sind anscheinend. Da müsste man eher von hier oben so fahren. Hier 5 Stück aufsammeln und da denn hinbringen. Ist ja jetzt auch gar nicht so schlimm, ne? Weiß gar nicht, ob wir die jetzt mal wegmachen. Wir müssen anfangen, so dass wir uns dann koordinieren können beim nächsten Mal, wo es denn richtig hingeht. 5 Ölfässer, brauchen wir einen Truck mit Pritsche, 5er Pritsche drauf. Da ist natürlich, wen haben wir hier alles im Einsatz? Der Antarktika steht hier ohne irgendwie was. Der Fleetstar ist hier hinten. Oder ich mache eine Aufräumaktion. Der Dan steht hier mit einer Pritsche. Hier so hinten so weit. Achso, den haben wir ja stehen lassen, falls hier irgendwas mal ist, was wahrscheinlich nicht sein wird. Oder keiner hat mir das gesagt, ob das Sinn macht, den hier stehen zu lassen. So, dann haben wir hier den Pacer natürlich und unser Azov. Azov. Auch eine schwierige Nummer. Eigentlich müsste ich den zurückbringen. Hier nach oben fahren. Ich glaube, ich mache eine Aufräumaktion und nehme den hier gleich mit. So wird ein Schuh draus. Ne? Okay. Wenn wir das überhaupt in der Dunkelheit schaffen, ne? Ich hoffe mal schon. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen. Ja, auch immer ein bisschen aufregend, ob das klappt oder nicht, ne? Okay, das klappt nicht. Ist da was? Wir werden. Das ist mir echt zu kippelig, ne? Meinst du, wir können mit ihnen hier. Das probieren wir mal aus mit dem Vorort. Kriegen wir diesen Pace da auch kippelfrei hin? Gibt es da irgendwie was oder kippelt ihr allgemein immer so, dass du sagst, wow, geil, tolles Fahrzeug? Weil wenn der Ford jetzt hier den Anhänger nach Hause kutschieren könnte,
Dann werdet ihr ja schon mal cool. Und wenn nicht, glaube ich, lasse ich den erstmal hier so stehen, weil mit dem Pace da wird das, glaube ich, mal ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass der die Power hat, hier den mitzunehmen. Na, guck mal gleich mal. Oh, das funktioniert schon mal. Ziemlich easy peasy, ne? Ja, guck da einfach ja nicht hin. Das ist immer so das Beste manchmal, ne? In manchen Situationen. Einfach nicht wahrhaben wollen, weißt du? Guck mal, steht ja noch. Alter, dude. Können wir den Pace da so weghauen? Der Ford macht das hier, das Unmögliche möglich, was möglich ist. So, und ich glaube, ja, nicht nur glaube, hier geht es ja nur links lang. So, dann wird das hier. Durchgehen. Ich glaube, ich muss hier, ich bleibe auf der Hauptstraße. Doof ist natürlich, dass wir da jetzt auch noch einen Anhänger haben, den wir eigentlich wieder mitnehmen wollten. Das wird natürlich jetzt weniger, aber er ist ja ziemlich auf der Hauptstraße oder auf, ja, nah beim Lager auf der Hauptstraße, in der näheren Umgebung an der Hauptstraße und ist ziemlich nah an der Hauptstraße. Mal los, Schatzi. Was ist denn das? Hab ich gesehen. Was Wichtiges? Nee. Also. Und an der Hauptstraße. Man darf ja nicht vergessen, dass Zero nah an einem Lager ist. Bei der Hauptstraße. Deswegen mache ich mir da nicht so viele Sorgen, dass wir den hier nicht wegkriegen. Hier an der. Richtig. Genau da. Oh, da war ja mehr Mario Kart als alt andere. Er hat natürlich auch vom Lenkwinkel jetzt hier so ein bisschen anders mit den Anhänger. Aber ich glaube, ich fühle mich ein bisschen wohler, wenn man denn hier mal so aufgeräumt hat, ne? Weiß nicht, bestimmt kennt ein paar Menschen. Bei mir ist es nur manchmal so, ne? Aber wenn ich zu Hause aufräume, was selten in meinem Gebiet ist, ich mache eher so die Hausarbeit. Also die Hausarbeit, aber nicht die Hausarbeit. Also ich arbeite am Haus, aber nicht, also wie so Fußboden verlegen, ne? Das ist eher so meine Arbeit. Aber wenn ich dann auch mal so normal aufräume und was sauber mache und dann bin ich fertig und das glänzt und blitzt und all sowas, dann bin ich auch mal froh. Aber trotzdem bringt das nichts, weil nächstes Mal denke ich mir, boah. Das ist auch so eine Sache, ne? Du bist da einfach, das ist das Ätzende. Du bist einfach nie fertig, ne? Du räumst auf, aber das ist einfach niemals fertig. Okay. So, jetzt sind wir da. Den können wir jetzt zwar nicht abheben. Aber zumindest reinstellen hier. So. Und dann können wir den schon mal hier abstellen. Machen wir mal Licht aus, nicht, dass die andere geblendet werden. Dann nehmen wir den Fleet Star. Mit dem wollen wir den ja hier unten jetzt noch holen. Ja, vom Wollen ist jetzt nicht so die Rede. Aber ich weiß gar nicht, ob es so clever ist, den zu holen. Weil, nee, doch, wir haben ja hier kein Lager. Wir haben nur den Hangar. Und der Hangar, Hangar A, Hangar B. Hangar A hat was? Auch Metallrollen und Hangar B.
Auch Metallrollen. Wenn wir die jetzt hier mitnehmen und dann zur Schienenfabrik bringen, ist immer, denke mal, nicht schlimm, oder? Nö. Jetzt siehst du, können wir die eine machen. Also schon mal so ein bisschen Ganze vorbereiten. Oh, ist denn das so neblig? Oh. Ja, das ist auch eine Art und Weise, jetzt hier zu stoppen, ne? Ja, sah komisch aus, aber. Oh ja, das ist gut. Das ist richtig gut. So. Wir haben geguckt, auf der Asphaltstraße bleiben, dann sind wir eigentlich schon da und dann können wir uns weder aus Hangar A oder Hangar B denn bedienen. Und dann mal gucken, was das denn so Schönes da gibt. Also, ja, Metallrollen haben wir ja gerade geguckt, aber ich meine jetzt hier so, ob das wirklich guter. Eine gute Sache ist, die wir hier tun. Ne? Da wollen wir dann mal schauen. So, hier so hin. Und dann hier Hangar A oder Hangar B. So, Frachtverwaltung C. Achso, ich muss ja erstmal an Döpseln. Geil. Haben wir. Denn den hier, Frachtverwaltung. Metallrollen. Okay. Wissen wir denn, wie viele Schienen hier zu machen sind? Also wir können ja, wenn wir eh hier so fahren, würde ich eigentlich gerne. Den hier hinterher ziehen, ne? Irgendwas eingeladen? Echt jetzt? Nö, Eik natürlich ein bisschen doof gemacht jetzt, aber okay. Ach, der ging ja hier über die Schienen so doof, ne? Kommen da bloß dran. Oha. Dran vorbei, wollte ich sagen. Ja, das ist irgendwie nicht so cool gelaufen, muss ich sagen. Meinst du, wenn ich jetzt hier wechsle, ich gehe einfach auf den Antarktik? Und dann machen wir den auch andersrum. Dann machen wir mit denen jetzt. Wow. Gehen wir mit denen jetzt hier nach vorne. Okay, warum ist denn der denn so mühsam hier? Wäre eine Handbremse angezogen irgendwie. Weißt du, dann ziehen wir das nämlich so jetzt hinterher. Die Laterne, die war ja ein bisschen doof da, die im Weg stand. So, und da können wir das Ganze dann wegbringen. Und dann haben wir schon mal wieder richtig was geschafft. So. Und dann sind wir ja auch, das kommt ja gleich da vorne. Ich glaube, wir kommen nur rechts Eck oder sowas. Dann sind wir auch schon ziemlich da. Und dann können wir die Metallrollen dann schon mal abgehen. Und zwar beim nächsten Mal. Ich danke schon mal fürs Zuschauen. Hat wieder Spaß gemacht, so zeitmäßig nicht gebunden zu sein. Und ist nicht so allzu kurz zu machen, sondern wirklich den Fokus hier auf meinen persönlichen Spaß zu legen. Und deswegen freue ich mich wieder, dass das alles so geht. Und natürlich freue ich mich auch auf das neue private Leben, was mir bevorsteht oder was jetzt schon eben angefangen hat.
Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Genießt es auch, genießt euren Abend und wir sehen uns einfach dann bei der nächsten Folge. Also, bitte. Ciao, ciao.